Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe nicht so die Ahnung, wie dieses Video im Endeffekt wirklich sein wird, weil ich noch gar nicht weiß, wie dieses ganze Erlebnis sein wird. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit dabei, mir die Kupferkette einsetzen zu lassen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass es nicht so viele Erfahrungsberichte auf YouTube dazu gibt. Es gibt halt so auf Google, in irgendwelchen Foren viele, aber da werden einem oft so Horror-Stories erzählt. Das ist eigentlich gar nicht gut, da reinzugucken, also macht es lieber nicht. Ich werde euch auf jeden Fall diesen ganzen Tag mitnehmen und euch darüber berichten, wie es mir so erging und wie es so gelaufen ist. Sorry, ich bin gerade aufgestanden. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Tabletten genommen. Eine musste ich am Abend und eine jetzt diesen Morgen nehmen. Und das sind irgendwie so Weichmacher-Tabletten gewesen, weil die müssen da unten ja rankommen und dazu müssen die ja alles so ein bisschen ausdehnen, so wie ich das gehört habe. Und das soll einfacher sein, wenn man diese Weichmacher-Tabletten genommen hat. Ja, ich habe davon ein bisschen Bauchschmerzen, habe ich das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das von da kommt oder ob ich einfach nur gerade im Papa auch Krämpfe habe. Ich habe ja auch eh meine Tage. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist jetzt 9.33 Uhr und der Termin ist um 11 Uhr. Ich werde gleich ein bisschen was essen. Mir wurde gesagt, ich soll alles ganz normal machen. Wie ich sonst auch machen würde, also wenn ich sonst Kaffee trinke, trinke ich einen Kaffee. Es war es ganz normal, auch wegen dem Kreislauf und so ist das besonders wichtig, dass man nicht wahrscheinlich einfach auf leeren Magen hingeht. Und ja, deshalb werde ich gleich ein bisschen was essen, auch wenn mir gar nicht danach ist. Und ich gebe es auch zu, ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Aber ich versuche mir wirklich die ganze Zeit selbst einzureden und es hilft auch ein bisschen, dass es einfach nur ein ganz normaler Tag wird. Ganz normaler Frauenarztbesuch, ein kleiner Mini-Eingriff und dann bin ich durch. Kurzen Bauchschmerzen und dann ist alles gut. Ich habe echt mit mir gehadert mit diesem Termin, weil ich irgendwie einfach so Angst davor hatte, weil ich auch das Gefühl habe, dass einem so viele Horror-Stories erzählt werden und weil man es sich halt auch irgendwie so schlimm vorstellt, weil es sich so schlimm anhört, sage ich jetzt mal. Ich erzähle euch gerne auch im Laufe dieses Videos so ein bisschen zu der Entscheidung, warum ich das mache, warum die Kupferkette und nicht die Spirale. Ich habe jetzt ein bisschen Brot gegessen und dann habe ich jetzt keinen super leeren Magen mehr und ich werde jetzt Ibuprofen nehmen. 600. Der Arzt hat gesagt, ich kann das ruhig machen und es wurde mir mehrmals empfohlen von mehreren Leuten, das auch ruhig zu machen. Es wird sicherlich bei dem Eingriff nicht viel verändern, aber vielleicht bei den Schmerzen direkt danach oder irgendwie, keine Ahnung. Ich mache es einfach, weil wer weiß, ob es dann vielleicht ein bisschen besser ist. Ich habe übrigens null Probleme mit Tabletten schlucken. Wirklich gar nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie stört mich nicht. Ich könnte auch alle gleichzeitig schlucken, aber ich will jetzt irgendwie nicht riskieren, auf einmal das Dolly zu schaffen. Ich werde mir jetzt ein ganz kleines Make-up machen und Coco leuchtet letzte Zeit immer vor mir lang, während ich mich schminke. Eure ganzen Nachrichten gestern waren halt so lieb, als ich in der Story erwähnt habe. Ja, das, was heute ist, der Termin und dass ich echt ein bisschen Angst habe, haben mir ganz, ganz, ganz viele geschrieben, dass es wirklich nicht so schlimm ist und dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass man im Internet halt viele Horror-Stories liest und halt all das. Und ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich jetzt, euch mitnehmen zu können. Ich habe immer Bauchschmerzen bekommen eigentlich, wenn ich darüber nachgedacht habe. Irgendwann habe ich angefangen, mir einzureden, so, boah, sei nicht so ein Schisser. So viele Leute haben das schon geschafft und durchgemacht. Und es dauert nur ein paar Sekunden und dann ist es vorbei. Selbst wenn es dann irgendwie bei dir so ein Fall ist, wo es halt wirklich doll wehtut, dauert es nur ein paar Sekunden. Und dann hast du es geschafft. Also reiß dich mal zusammen. Wisst ihr, so habe ich so mit mir selbst geredet, so. Mich versucht zu überreden, mich so zusammenzureißen, damit ich nicht so ein Schisser bin. Und irgendwie hat es ein bisschen was geholfen, da habe ich das Gefühl, okay, fertig. So, ich habe mich jetzt untenrum nochmal gewaschen und packe jetzt gerade Binden ein. Einfach ein paar, just in case, man weiß ja nie. Und habe mich jetzt auch angezogen und gehe gleich los. Ja. So, ich bin angezogen. Die letzten Momente, Bubu. Sag mal tschüss. Ich freue mich schon richtig, wenn ich wiederkomme und den Tag hier zu Hause verbringe und einen Kaffee mache und mit den ganzen kuschle und es einfach hinter mir ist. Aber ich versuche so zu sehen, wir haben jetzt gleich 10.30 Uhr, dann gehe ich los. Und dann bin ich wahrscheinlich wenn ich Glück habe, in anderthalb Stunden von jetzt schon durch. Ich werde es euch alles erzählen, aber ich werde die Kamera hier lassen, weil die einfach viel zu groß ist. Und werde mein Handy mitnehmen. Falls ich die eine oder andere Szene aufnehme. Aber vielleicht wird auch die Aufregung einfach zu groß sein, dass ich es komplett vergesse. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall alles berichten.
durch. Jetzt ist auch da. Ich erzähl gleich. So, Freunde, ich bin wieder da. Ich bin schon ein bisschen länger wieder da, wie ihr seht. Es ist schon dunkel draus geworden, allerdings wird es ja auch immer super früh dunkel mittlerweile. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich saß ein bisschen länger im Wartezimmer, was aber für mich auch vollkommen okay ist, denn der Arzt nimmt sich einfach wirklich viel Zeit für jeden Patienten und das ist mir persönlich super wichtig gewesen. Den Eindruck hatte ich auch schon beim Beratungsgespräch, deshalb war ich damit vollkommen okay. Natürlich war es ein bisschen doof, weil ich war so ein bisschen schon aufgeregt. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich richtig gut beruhigen können irgendwie. Ich weiß gar nicht so richtig warum. Normalerweise bin ich übelster Schisser, was das angeht. Aber ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich trotzdem morgens, als ich noch ein bisschen geblockt habe, schon ein bisschen aufgeregt war. Ich hätte auch erst überlegt, ob ich das so ein bisschen vor euch verstecke in dem Sinne, damit ich nicht so ein großes Ding draus mache. Aber ich dachte mir ganz ehrlich, ich zeige euch meine ernsten Emotionen, damit ihr dann auch seht so oder euch vielleicht auch ein bisschen verstanden fühlt. Weil ich kann mir vorstellen, dass sich ganz viele von euch echt viele Gedanken gemacht haben oder machen vor so einem Eingriff. Ja, ich erzähle euch jetzt, wie es war. Und Leute, es war so nicht schlimm. Es war wirklich, wirklich, wirklich nicht schlimm. Und ich bin schon nervös gewesen. Und ich hatte auch schon echt mich auf was Schlimmes eingestellt. Und es war nichts. Es war nichts im Vergleich zu dem, was ich erwartet habe. Und es war auch nichts im Vergleich zu diesen ganzen Horror-Stories, die man die ganze Zeit liest. Und mir ist das so wichtig, das jetzt so mit euch zu teilen und euch auch so meine genauen Erfahrungen zu sagen. Weil ich finde, dass es so wenige Berichte da draußen gibt, wo die Leute sagen so, es war wirklich kein Ding. Voll machbar, kein Problem. So, deshalb bin ich so froh, dass es bei mir jetzt so gelaufen ist, damit ich euch das mitgeben kann. Okay, ich erzähle es euch von vorne. Also, ich habe ein bisschen länger gewartet, aber als ich dann dran gekommen bin, ging alles ungefähr so. ich kam rein, der Arzt hat nochmal kurz mit mir geredet, hat gesagt, ja, wie es mir so ergangen ist und ob alles okay ist. Und ich so, ja, alles gut. Und dann sind wir reingegangen und dann habe ich mich auf den schönen Stuhl gesetzt. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Ich habe, muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jeder Arzt macht. Ich glaube nicht, weil ich es nicht in jedem Bericht oder so oder von jedem gehört habe. Aber ich habe beim Beratungsgespräch von ihm 2 Tabletten mitbekommen. Ich hatte euch heute Morgen auch gezeigt, dass ich die genommen habe. Das waren 2 Tabletten, das waren so Weichmacher. Das sind so Medikamente, die, wie er mir das erklärt hat, meine ich. Ich bin kein Profi, aber er hat mir das irgendwie so erklärt, dass das halt so bei Frauen gegeben wird, die halt vor der Geburt stehen, um halt da unten alles schön weich zu machen und bereit für das, was gleich kommt quasi. Und ich muss sagen, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die darüber sagen, dass sie davon echt Krämpfe bekommen haben. Und das ist auch theoretisch normal, weil, wie gesagt, es wird Frauen gegeben, halt jetzt ne, eine Geburt einleiten sollen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr dann auf einmal wehenartige Krämpfe habt. Also zumindest war es bei mir nicht so. Es macht halt alles weich und bereit da unten. Und ich muss sagen, ich glaube, das war meine Rettung. Denn erstmal habe ich so eine kleine lokale Betäubungsspritze bekommen. Die sah erstmal voll beängstigend aus, weil die voll lang war, aber es war überhaupt nicht schlimm. Also jede Spritze, die ich beim Zahnarzt oder so mal bekommen habe, war 1000-mal schlimmer, wirklich. Ich habe es echt nicht so doll gemerkt. Es hat kurz so ein bisschen geziept, halt wie so eine Spritze, ne? Aber war wirklich nicht schlimm. Ich glaube, da gibt es auch die Möglichkeit, das mit einem Gel zu machen, mit einem Betäubungsgel. Also habe ich zumindest schon mal gehört. Müsst ihr dann einfach mal bei eurem Arzt nachfragen. Das war das Erste, ging super schnell. Es wurde auch alles desinfiziert und so, davon habe ich auch nicht so mega viel gemerkt. Ja, es war jetzt alles wirklich nicht so dramatisch. Dann wurde nochmal die Messung abgecheckt, die er gemacht hatte, dass er aber auch wirklich alles richtig misst, damit dann auch alle am Ende alles richtig sitzt und an die richtige Stelle quasi eingeführt wird. Und dann hat er nochmal so einen Stab genommen und diese Messung nochmal abgecheckt, indem er das quasi so langsam oben gegen meine Gebärmutter, glaube ich, geführt hat. Also quasi so durch die Schleimhaut durch, die ja noch da war, weil es ja während der Periode eingesetzt wird. Und damit hat er nochmal so ein paar Messungen gecheckt. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was er da genau gemacht hat. Ich habe dann noch gefragt, er hat nur gesagt, er hat nochmal nachgecheckt, ob die Messungen, die er gemacht hat, auch mal auch alles noch so stimmt. Und das war tatsächlich fast der unangenehmste Moment des Ganzen, weil er ist mit diesen Dingen so hochgegangen und hat so einmal gegen, glaube ich, so ist so einmal gegen meine Gebärmutterwand gegengekommen. Das war halt voll das weirde Gefühl. Also ich würde auch sagen, es war halt so ein minimaler Schmerz. Ich würde es aber eigentlich eher als unangenehm, also so
ungemütlich quasi bezeichnen. Wisst ihr, wie halt Frauenarztbesuche manchmal sind, wenn die dann so irgendwelche Abstriche da drin nehmen? Ihr merkt ja auch, das ist auch immer irgendwie unangenehm. Es ist einfach ein weirdes Gefühl da unten so. So ungefähr war es die ganze Zeit. Dann hat er dieses Ausdehnen gemacht, was allerdings, glaube ich, für die meisten der schlimmste Part des Ganzen ist. Gar nicht dieses Einsetzen, sondern das Ausdehnen der Gebärmutter, damit er da überhaupt reinkommt. Da hat er mir halt erklärt, dafür hat er mir diese Tabletten gegeben. Weil er halt vor allem bei jungen Mädchen meinte, er macht er das, weil da halt immer noch alles so sehr schmal und eng ist und dann kommt er da quasi gar nicht durch, um das richtig einzusetzen. Und dann muss er die halt ordentlich so ausdehnen und das ist immer der Prozess, der wohl am meisten wehtut. Bei mir musste der da fast gar nichts machen, dank dieser Tabletten. Also er hat nur so ein bisschen gedehnt quasi. Ich habe auch schon gemerkt, das ist echt unangenehm. Also es kann schon echt unangenehm sein, glaube ich. Dafür habe ich aber auch die Betäubungsspritze bekommen. Deshalb habe ich das jetzt auch nicht so als super schmerzhaft empfunden, sondern einfach nur als unangenehm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man diese Tabletten nicht kriegt oder irgendwie so, dass man dann noch ein bisschen mehr gedehnt werden muss, dass das auf jeden Fall unangenehmer wäre als bei mir. Deshalb ja, würde ich empfehlen, einfach mal nachzufragen, ob es diese Option bei euch gibt, bei eurem Arzt oder so. Weil also ich glaube, dass das einiges einfacher gemacht hat. Er hat nämlich wirklich bei mir fast gar nichts machen müssen, was das anging. Und dann kam einfach nur noch das Einsetzen. Dann hat er dieses kleine, lange Ding genommen, wo irgendwie dann wahrscheinlich diese Nadel dran war. So richtig habe ich das gar nicht erkannt. Ich habe aber auch wirklich nur da gesessen, weil ich echt Angst hatte. Ich hatte wirklich gedacht, das ist jetzt der schlimmste Part. Jetzt kommt der Schmerz, weil die ganze Zeit war es doch nicht so schlimm. Es war die ganze Zeit nur so ab und zu mal so ein Ziepen oder auch unangenehm. Aber so richtig Schmerzen hatte ich nicht. Und dann kam halt dieses Ding und dann meinte er so, hier, so und jetzt kriegst du noch die Kette und dann sind wir fertig. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, alles was ich jetzt gerade erzählt habe, ne, zu dem Zeitpunkt waren gerade mal so 3 Minuten vergangen oder so. Also alles, was ich euch gerade erklärt habe, hat ungefähr so 3 Minuten gedauert. Dann kam dieses Ding, dann hieß es so, jetzt spürst du, wie du vorher an der Stelle so ein Ziepen gespürt hast, wo er das nochmal so diese Messung abgecheckt hat. Da ungefähr spürst du das jetzt nochmal und dann sind wir auch durch. So. Und dann hat er das gemacht und ich habe so ganz leichtes Ziehen gemerkt, aber irgendwie auch mehr so ein Druckgefühl. Es war eigentlich wirklich nicht schmerzhaft. Ich habe einfach geatmet. Er meinte so, ja, tief ein- und ausatmen kann helfen. Ist eigentlich so ganz gut. Mach das mal ruhig, weil ich habe halt so, ich war so nervös. Ich war so, okay, jetzt kommt der schlimmste Part. Okay, puh, so, ne? So war ich ungefähr drauf. Und er war so, alles ganz entspannt. Du kannst gerne groß ein- und ausatmen. Und ich habe dann die ganze Zeit so, ich saß da so, ich habe gar nicht wirklich so geguckt. Ich habe einfach die Augen zugemacht und so, geatmet. Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet, weil ich habe so gemerkt, da passiert was. Es ist auch so ein leichtes Ziepen bzw. so ein Druckgefühl da. Aber ich dachte so, okay, gleich kommt bestimmt noch was. So, gleich kommt der Schmerz. Und er kam einfach nicht. Irgendwann meinte er dann so, es hat wirklich nur so kurz gedauert. Er hat so, dann halt so ein bisschen rumgefummelt, hat wahrscheinlich halt sichergestellt, dass er die, dass der Knoten halt richtig sitzt, weil das ist ja so ein Knoten an diesem Faden, wo die Kupferketten dran sind, also wo diese Kupferdinger dran sind. Und dieser Knoten muss halt genau richtig in der Gebärmutterwand sitzen, damit er auch hält und nicht rausfällt und so weiter. Das hat er dann, glaube ich, so ein bisschen, war er so am Abchecken und ich habe die ganze Zeit gedacht, gleich kommt noch so der schlimmste Part. Und dann meinte er so, so, kannst du jetzt eigentlich auch wieder normal atmen? Ich so, wie, ist es schon vorbei? Er so, ja, also, das war's jetzt, das war's. Ich so, was? So, ich war einfach komplett überrascht, weil es war wirklich, wirklich nicht schlimm. Es war höchstens an der einen oder anderen Stelle gab es echt mal so ein kleines so, oh, so ein Ziepen, so ein unangenehmes Gefühl. Aber das war dann, also ich sag jetzt mal so alle Momente zusammengenommen, wo es ganz kurz ein bisschen wehgetan hat. Das waren vielleicht so 2 Sekunden, wirklich. Also so, es war wirklich nichts. Also es war sowas von machbar und ich bin wirklich eigentlich, was das angeht, auch nicht so mega hart im Nehmen. Also ich hatte auch echt ordentlich Schiss vor diesem Eingriff, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir zwar die ganze Zeit eingeredet und mich darauf so mental mega vorbereitet, weshalb ich dann im Endeffekt gar nicht so nervös war, wie ich dachte. Aber eigentlich war ich sehr nervös und ich habe mich eigentlich auch auf was Schlimmes eingestellt. Und er meinte dann noch so, wie, bist du jetzt enttäuscht? Weil ich gesagt habe, ist es schon, war es das schon? Ist es schon vorbei so? Ich so, nee, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin wirklich positiv überrascht. Und dann hat er mich rübergenommen zu dem Ultraschall. Hat er mir aber auf dem Ultraschall nochmal gezeigt, hier ist deine Gebärmutterwand, da fängt sie an, da ist das Ende und so. Hier genau sitzt der Knoten, also genau perfekt in der Mitte. Ist alles super gelaufen. Hat er mir alles gezeigt auf diesem Ultraschall, was ich auch sehr cool fand. Und ganz ehrlich, dieses komplette Drum und Dran, was ich euch gerade erklärt habe, von ich bin in den Raum reingelaufen, habe mich ausgezogen, hingesetzt, diese ganze Prozedur durchlaufen, Ultraschall gemacht, bin wieder gegangen, habe mich angezogen. Dieser Part hat original
zwischen 5 und 10 Minuten gedauert. Also auf jeden Fall nicht länger als 10 Minuten. Das war so schnell. Es war so ein kleines Ding. Es war so easy machbar. Und der Arzt war aber auch wirklich gut. Ich würde euch empfehlen, bei einem Beratungstermin einfach schon mal zu gucken, ob ihr mit dem Arzt so, ob ihr das Gefühl habt, mit dem kommt ihr gut klar. Ich kann euch gerne meinen Arzt in den Kommentaren verlinken, also in der Beschreibung verlinken für alle, die vielleicht aus Hannover und Umgebung kommen. Ich würde ihn jederzeit wieder empfehlen. Ich würde jeden dahin schicken, weil es war wirklich von vorne bis hinten super. Ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Er hat mir alle Fragen beantwortet. Er war lustig drauf, hat mit mir Witze gemacht, hat mir Sachen erzählt. Hat es mir sehr angenehm gemacht. Und mir wurde er auch von mehreren Leuten empfohlen, weshalb ich dahin gegangen bin. Und ich werde ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich es einfach super fand. Und ich bin so froh, dass es jetzt hinter mir liegt und dass ich diesen Stress, den ich mir gemacht habe, das ist so verrückt, wirklich. So verrückt. Es war wirklich nicht schlimm, Leute. Und es haben mir auch richtig viele gestern Abend noch geschrieben, als ich das in der Story erzählt habe, so, Maggie, überall sind Horror-Stories, aber es ist nicht schlimm. So, es ist wirklich nicht so schlimm. Es ist unangenehm, klar. Und ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, wenn jemand diese Tabletten nicht bekommt oder halt die bei dem vielleicht nicht so gut ansetzen oder so. Er meinte halt, bei mir ist alles so schön weich, er braucht da gar nichts mehr großartig dehnen. Ich könnte mir vorstellen, wenn da noch mehr gemacht werden muss, dass das dann nochmal ein bisschen unangenehmer wird, der ganze Eingriff, weil dieses Dehnen, glaube ich, so das Unangenehmste ist. Ich hatte auch danach keine Kreislaufprobleme. Ich würde dennoch empfehlen, dass ihr euch jemanden mitnehmt, beziehungsweise dass euch jemand einfach abholt oder so. Das in case, man weiß ja nie, wie der Kreislauf im Endeffekt reagiert. Nils hat mich auch mit dem Auto dann abgeholt. Jetzt danach, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich habe keine Probleme. Ich fühle mich halt. Es ist ein bisschen, klar, die Schmerztablette wirkt, glaube ich, auch noch. Wobei es jetzt auch schon wieder echt einige Stunden her ist, dass ich die genommen habe und mir geht es immer noch gut. Es fühlt sich einfach so ein bisschen an wie halt so, ja, Regelschmerzen ein bisschen, ne? Nicht so schlimm, bei mir ist es tatsächlich echt gerade gar nicht schlimm. Wahrscheinlich auch ein bisschen wegen der Schmerztablette. Es fühlt sich so ein bisschen so, man hat ab und zu mal so ein Ziehen oder so ein Druckgefühl, wie man halt auch während seiner Periode sowieso. Also die meisten haben das ja mal so ab und zu schon mal gehabt oder haben es regelmäßig so ein bisschen Regelschmerzen. Ungefähr so fühlt es sich jetzt gerade an, aber mehr auch nicht. Das war's. Und ich werde euch auch noch morgen berichten, wie es mir morgen geht. Ich würde es jedem empfehlen, mal zu einem Beratungsgespräch zu gehen und sich beraten zu lassen. Was ich aber auch unbedingt jedem ans Herz legen will, ist, sich wirklich zu informieren über die Ärzte. Ich habe nämlich auch mit einigen Leuten geschrieben, die gesagt haben, sie haben sich leider echt einen blöden Arzt rausgesucht und haben deshalb auf jeden Fall mehr Schmerzen bei der Einlage gehabt, als sie hätten haben müssen. Deshalb hört euch um. Mir geht's wirklich gut. Ich habe jetzt den Tag einfach entspannt, nichts Großartiges mehr gemacht, meinen Kreislauf nicht zu sehr belastet. Ich kann es eigentlich jedem empfehlen, sich mal darüber zu informieren. Es ist nicht für jeden die perfekte Verhütungsmethode, aber man kann sich beraten lassen und dann herausfinden, ob es was für einen ist. Ich habe mich übrigens gegen die Spirale entschieden, weil mein Arzt hat mir das so erklärt, dass die Spirale, die gibt es ja, glaube ich, in zwei verschiedenen Größen, aber es ist halt eine feste Größe. Die meisten Gebärmütter haben halt nicht die perfekte Größe für diese Spirale. Und dadurch, dass es halt nicht perfekt dann meistens passt, kommt es halt einfach öfter zu Komplikationen oder zu Problemen oder zu Schmerzen oder auch zu Infektionen. Das heißt jetzt nicht, dass das ständig passiert oder so, aber so ist so meine Information bei der ganzen Sache. Er hat mir auch gezeigt, er hat mir einen Ultraschall gemacht beim Beratungstermin, hat bei mir alles ausgemessen, hat mir gezeigt, wo die Spirale sitzen würde, hat mir gezeigt, dass das bei mir eigentlich gar nicht wirklich passt, also dass sie bei mir gar nicht so ideal reinpasst und dass er mir das deshalb nicht empfehlen würde. Und die Kette ist ja so, die hängt ja quasi frei beweglich in der Gebärmutter, passt also quasi jedem. Abgesehen davon, dass die Gebärmutterwand dick genug sein muss, damit es auch da in der Mitte sitzen kann. Das kann euch aber jeder Arzt dann einfach am Ultraschall abmessen und zeigen. Ja, deshalb habe ich mich gegen die Spirale entschieden, weil er mir quasi gesagt hat, dass das bei mir eigentlich gar nicht gut passen würde und auch, weil ich über die Spirale mehr Negatives gehört habe als über die Kette. Allerdings will ich dazu gar nicht so viel sagen, weil ich mich mit der Spirale nicht so aktiv auseinandergesetzt habe und ich möchte keine Horror-Stories verbreiten oder irgendwelche Falschinformationen. Deshalb, ja, das ist einfach der pure Grund, dass er mir dazu geraten hat, mich für die Kette zu entscheiden. Und ich habe ihm vertraut und er hat mir das ja auch auf dem Ultraschall gezeigt. Natürlich hat jeder ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Das muss man halt auch mal wieder sagen. Es kann sein, dass jemand die genau gleiche Erfahrung macht wie ich, aber sagt, boah, mir hat es voll doll wehgetan. Wer weiß. Mein Arzt hat auch gesagt, er erlebt die unterschiedlichsten Dinge und Reaktionen. Ne? Manche sagen, es war voll schlimm. Manche sagen, ich habe gar nichts gemerkt. Die meisten, wie ich das jetzt mitbekommen habe, haben mir wirklich gesagt, so,
Wenn man bei einem guten, zu einem guten Arzt geht, dann ist es wirklich halb so wild. Hello, es ist der nächste Tag. Heute ist Dienstag, der Eingriff am Montag. Ich habe heute schon viel gemacht. Ich bin morgens aufgestanden und habe absolut keinerlei Schmerzen gehabt. Nichts. Ich merke wirklich gar nichts mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal den ein oder anderen Moment habe, wo es ein bisschen zieht, wo meine Gebärmutter natürlich ein bisschen versucht, so zu verstehen, was da unten abgeht, weil es ist ja trotzdem ein Fremdkörper in dir und die Gebärmutter will ja erstmal so wahrscheinlich so, ey, was geht? Das wollen wir hier nicht. Deshalb hat er mir auch erklärt, der Arzt, dass manche Leute ein bisschen Krämpfe haben danach. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal so den ein oder anderen Moment habe, wo ich nochmal das Gefühl habe, es ist vielleicht ein bisschen wie als hätte ich meine Tage, obwohl die jetzt eigentlich dann bald vorbei sind. Aber ansonsten merke ich wirklich nichts. Also ich war heute Morgen schon, ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht, war dann im Nagelstudio, jetzt neue Nägel, war dann noch ein bisschen shoppen in der Stadt, ein bisschen bummeln. Ich wollte euch nur noch mal ein Update am nächsten Tag geben, mir geht's wirklich gut, mir ging's auch gestern Abend noch gut. Also ich würde euch einfach empfehlen, legt es auf einen Tag, wo ihr vielleicht danach nichts mehr machen müsst. Ihr könnt es ja auch irgendwie nach dem Feierabend oder so legen und chillt dann einfach den restlichen Tag, holt euch was Leckeres zu essen oder so, entspannt euch einfach ein bisschen, lasst es euch gut gehen und am nächsten Tag müsstet ihr eigentlich schon wieder gut zurechtkommen und wenn nicht, könnt ihr auch immer noch ein paar Schmerztabletten nehmen oder ein bisschen CBD-Öl oder eine Wärmflasche oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also das ist meine Erfahrung zu der ganzen Geschichte. Ich fand es spannend, euch mal mitzunehmen. Ich hoffe, das Video war irgendwie cool und spannend und informativ für euch und nicht nur so Laberei. Ich weiß, ich habe viel geredet, aber ich habe ja auch einfach viel beschrieben, was so abging, weil ich es euch ja gar nicht so direkt zeigen konnte. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch gerne meinen Arzt in der Infobox, weil der wirklich zu empfehlen ist. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen die Angst nehmen konnte. Selbst wenn es bei euch ein bisschen unangenehmer wird als bei mir, selbst wenn ihr vielleicht ein höheres Schmerzempfinden habt, es geht so, so, so schnell, Leute. Es geht so schnell. Und diese Horror-Stories, die man im Internet liest, das ist so ein kleiner Prozentsatz an Menschen. Also macht euch keine großartigen Sorgen, macht euch nicht verrückt. Es geht super schnell, ihr seid dann durch und ihr habt es dann geschafft und ihr habt dann für Jahre lang Ruhe. Und es ist einfach mega schön und ich bin richtig froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde es jederzeit wieder machen, wirklich. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich würde jederzeit mich wieder an diesen Stuhl setzen und das machen lassen. Aber nur nochmal als kurzer Disclaimer. Ich kann natürlich nicht für jeden reden. Es kann trotzdem sein, auch wenn es bei mir so gut gelaufen ist, dass es bei wem anders ein bisschen mehr Schmerzen verursacht. Aber es geht so schnell. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Schreibt mir gerne alle möglichen Kommentare. Wir quatschen in den Kommentaren darüber. Stellt mir alle Fragen, die ihr habt. Und ja. Ich halte euch natürlich immer in den Vlogs auf dem Laufenden, falls es mal irgendwas Neues dazu geben sollte. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben riesig, riesig, riesig freuen. Teilt auch gerne dieses Video mit euren Freunden oder mit Leuten, wo ihr wisst, dass die, ja, gerne so einen Erfahrungsbericht mal hätten. Schaut auch gerne nochmal auf Instagram vorbei, wenn ihr mögt. Da nehme ich euch ja auch quasi täglich mit in meinem Leben. Und dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video. Tschüssi!